Bei diesem Controller handelt es sich um einen Fischer-Technik-Controller, der einen 32-Bit-Prozessor ähm, integriert hat. Ähm, er hat äh, lediglich zwei Ausgänge für Aktoren und vier Eingänge für Sensoren. Angesteuert wird er entweder per Kabel, ähm, für PC oder der Bluetooth für Tablet. In dem Falle kann man hier mit RoboPro Smart äh, kleine Abläufe programmieren und hier sollte lediglich äh, das Land äh, Bandlaufwerk äh, zum Laufen gebracht werden, sobald hier vorne der gelbe Fotosensor eine Unterbrechung hat. Dann läuft das Band nach hinten zum zweiten Fotosensor und stoppt sozusagen das Bandlaufwerk. Dann ist hier oben ein Motor, der sozusagen äh, einen Hammer ähm, ja, emulieren soll. Und äh, nachdem er seine Arbeit verrichtet hatte, soll einfach nur das Band zurücklaufen und dann hier bei dem ersten Fotosensor das wieder zum. Stehen bringen. Da es hier als Loop umgesetzt worden ist, ist hier noch eine 11 Sekunden Pause drin, um das Werkstück zu wechseln. Und das hat eigentlich sehr gut funktioniert. Nachteil bei diesem ganzen Thema ist, dass sobald man quasi den Controller vom PC oder per Bluetooth trennt, ist dieses Skript nicht mehr gespeichert. Und äh, ist sozusagen also abhängig äh, von diesem ähm, PC oder von dem Tablet.